Moin Moin, Susako am Start mit dem Achievement. Da ist doch der Wurm drin. Bezwingt den Weltenbrecher der Garotti in Antorus, dem brennenden Thron, auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr 16 solchen Schuppenwürmer vernichtet habt. Wieder so ein richtig tolles Wort. Solchen Schuppenwürmer. Alles klar, wie sehen diese Würmer aus? Hier habe ich mal ein paar Bildchen eingeblendet. Das sind diese etwas dickeren Würmer in blau bzw. rot. Wo können diese Viecher spawnen? Ihr seht hier, wir haben auf dem Kampfareal mehrere Farben. Blau, Grün, Mond, Orange und ich glaube Stern hinter uns. Also sie können links und rechts jeweils spawnen und hinter der Gruppe. Wir haben die Gruppe bei Totenkopf stehen gelassen und die Tanks bzw. Milis vorne zwischen Lila und Orange wechseln lassen. Diese Ads spawnen halt regelmäßig. Jetzt sieht man gerade eins vorne bei Lila. Also zwischen Lila und Mond ist gerade eins. Und diese müsst ihr töten bzw. vernichten. Wie macht ihr das? Ihr selber könnt die nicht anvisieren. Das heißt, ihr könnt sie auch nicht einfach schlagen, weil ihr gerade Bock dazu habt. Sondern ihr müsst das mit dem Destroyer, ich glaube, es ist richtig ausgesprochen jetzt. Ich müsste sonst nachgucken, Entschuldigung. Mit diesem riesen grünen Kreis, den ihr hinterlasst, das können also nur die Rangers in erster Linie machen, killen. Das heißt also, wenn ihr diese Fähigkeit abbekommt, dann lauft ihr einfach an die Seiten und legt das Ganze ab. Wie immer, linke Kanone zuerst, rechte Kanone braucht ihr halt noch für den Erfolg unter anderem. Und ganz wichtig, weglaufen nach der Kanonenphase, nach beiden Kanonenphasen. Ihr solltet das Ganze, oder das Achievement, sollte umgesprungen sein, bevor ihr gegen Ende des Bosskampfes geht. Ihr seht das jetzt ganz schön, das ist noch bei uns rot, wird später aber weiß. Oder vom Weiß auf Grün kannst du natürlich auch umspringen. Ihr kennt das Spiel. Da sieht man das auch Ganze, die Leute laufen raus, DBM zeigt das schön an, die grünen Kreise sind an den Seiten. So wie sich das gehört. Hierbei müsst ihr allerdings vorher schon darauf achten, wo sind diese solchen Schuppenwürmer. Und dann geht ihr doch am besten direkt dahin und bombt die mehr oder weniger weg. Ihr habt ja wieder Zeit, um rauszugehen da. Da ist einer stehen geblieben, hat er ganz fein gemacht. Alle anderen sind schön gemoved. Und ja, das macht ihr einfach die ganze Zeit. Da sieht man eins relativ weit vorne. Die Leute stehen dran, zack. Und dann wird es weggebombt. Wie gesagt, 16 Stück einfach wegbomben, anschließend den Boss umnatzen. Antorus hat mit Abstand die leichtesten Raid-Achievements, die es aktuell gibt, meiner Meinung nach. Hier hinten haben wir eins in etwas rötlich gesehen, zack, es ist weggebombt worden. Und wie gesagt, das macht ihr die ganze Zeit. Ja, ihr müsst nichts anderes machen, als die so lange wegbomben. Natürlich dürft ihr den Boss vorher nicht töten. Ich habe den Erfolg das allererste Mal mit meinem Todesritter bekommen. In Klammern Tank. Und das mit einer Random-Gruppe am ersten Tag. Die haben einfach so gut gespielt und die Scheiße rausgebracht bei 30 Leuten, dass sie es geschafft haben, nebenbei diese Würmer einfach mit wegzubomben. Ich weiß nicht, ob ein Spieler da explizit drauf geachtet hat an diesem Tag. Allerdings haben sie es geschafft. Wie immer habe ich die Videoaufnahmen mit dem Hunter gemacht für euch. Der ist natürlich nicht ganz so gut ausgestattet, aber da hat man eine bessere Übersicht, als wenn ich immer vorne beim Boss stehe. Deswegen bin ich auch hier mit dem Hunter unterwegs. Ja, anstatt mit dem Tank, damit die Videos einfach für euch übersichtlicher sind. Ja, und wie ihr seht, ganz einfach alles weggebombt. Mittlerweile ist der Erfolg weiß, das heißt, wir geben Vollgas auf den Boss. Spätestens da solltet ihr KR ziehen, falls ihr das Ganze noch nicht getan habt und den Boss einfach schnellstmöglich umhauen. So, wir sind jetzt in der Kanonenphase. In der zweiten hauen einfach ganz normal die Kanone um. Wichtig ist, das Ganze hier oder auch alle anderen Videos, die dazu folgen, sind keine kompletten Guide-Videos für die Bosse, sondern immer nur für den Erfolg. Die Mechaniken solltet ihr spielen können. Diese Erfolge sind wirklich so leicht, dass ihr sie mit einer kleinen Gruppe ohne Probleme hinbekommt. Also keiner der Erfolge ist bisher so schwer gewesen, dass ich sage, dass ihr eine explizite Gruppe dafür braucht. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Vergnügen beim Nachmachen und ihr werdet das Ganze sicherlich schon packen. Und dann sehen wir uns später in der World of Warcraft. Abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Tschüssikowski, sagt euer Susako aka Leroy.